Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, um mich vorzustellen, ich bin vom Arbeitsplatz unabhängiger Arbeitnehmer in Politik und bei Verdi Landesbezirksvorstand, also von daher mehr von der gewerkschaftlichen Seite her Arbeitnehmerpolitik. Wenn man mich vor 2 Jahren gefragt hätte, ob ich einem solchen Bündnis beitrete, hätte ich abgewunken. Weil ich hatte nichts mit der linken Szene, auch mit der linken Partei was zu tun, sondern ich habe das immer etwas für problematisch gehalten. Aber Zeitenwende, da verändert sich vieles und wir waren eigentlich im Arbeitskreis von Anfang an dafür, wir haben diskutiert und Wahl zum Roten Frieden und ich will es kurz erläutern, warum wir dazu gekommen sind. Weil wir gesagt haben, hier wird der Krieg mit dem sozialen Krieg verbunden. Das war das schon der Name. Heizung, Brot und Frieden. Das heißt, beide Aspekte spielen für uns eine ganz zentrale Rolle. Und dieses Bündnis hat diese beiden Fragen miteinander verbunden. Und das war der entscheidende Punkt. Und wir haben gesagt, ja, da müssen wir zusammengehen. Das ist richtig, das ist genau der Punkt, um den es geht. Und das ist nicht nur irgendwie abstrakt, sondern damit verbinden sich 3 Regierungsmaßnahmen. Und zwar die erste, Waffenlieferung, Sanktionen und die Auflösung. Und das Wichtige für mich bei Heizung, Brot und Frieden, wenn man eine Bilanz sieht, dann ist es das, dass wir diese 3 Positionen, die wir entwickelt haben, auch in der Diskussion immer klarer, dass wir die durchgehalten haben. Und damit sind wir zum Pol geworden und was ich glaube, was sehr wichtig ist, andere nehmen die Punkte auf. Ja, nicht alle, aber meistens fehlen die Sanktionen. Also jetzt in der letzten Entwicklung ist es so, Aufrüstung, ja, das war schon von Anfang an umstritten. Da gab es mehr Leute dabei, auch bei den Waffenlieferungen, da gab es aber schon sehr viel stärkere Differenzierung. Aber bei den Sanktionen, und die gingen ja sehr weit, weil sie zurückschlagen auf die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das ist der Punkt, der bei den meisten immer noch fehlt. Und das muss man auch nochmal konstatieren, wenn man die Aufrufe sich anguckt. Die Sanktionen werden immer vergessen und das ist kein Zufall, weil damit natürlich auch die Kern getroffen wird. Die Sanktionen haben dazu geführt, dass die Bevölkerung wirklich heute hier in Deutschland schon unter dem Krieg leidet. Also die Energie. Und deswegen ist es falsch, nicht die Frage der Sanktionen. Weil damit tatsächlich diese Republik verändert wird. Wir hatten eine ganze Menge Diskussionen zur Frage der Deindustrialisierung als Folge der Sanktionen und so. Auch am Anfang sehr kontrovers diskutiert. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir an der Stelle Klarheit geschaffen haben. Und Klarheit, die also auch rein wird. Ich hatte gestern eine große Veranstaltung bei Verdi zu diesen Fragen. Und es war natürlich schon interessant, dass sich da tatsächlich etwas verschiebt und man diese Fragen ernsthaft diskutieren konnte. Das, was noch kontrovers war, sehr stark, war natürlich die Frage, dass ich sage, diese Republik wandelt sich um in eine Kriegswirtschaft. Da sind alle sofort aufgesprungen, das kann doch nicht sein und wir sind nicht so weit und so fort. Aber ich will nur ein Beispiel nennen. Der Wissing hat sein Autobahnprogramm damit begründet, die Panzer müssen wieder über die Brücken fahren können. Also, was ist das? Das heißt, das Kriterium ist nicht ein soziales Kriterium, wir brauchen wieder Verkehr oder was weiß ich, sondern ein rein militärisches. Und das muss man eben sehen, dass viele Entscheidungen, die heute die Regierung fällt, militärisch und unter Militärgesichtspunkten gemacht wird. Dazu gehört auch das Aufrüstungsprogramm. Ja, dann muss ich die Krankenhäuser abbauen. Deswegen glaube ich, es ist sehr wichtig, dass wir diese Position entwickelt haben und diese Frage des sozialen Krieges auch mit aufgenommen haben, mit der Kriegsfrage verbunden haben. Der zweite Punkt, den ich kurz nur nennen will, auch wir hatten alle die Illusion, was heißt Illusion? Das ist der heiße Herbst mit großen Demonstrationen und was weiß ich nicht alles. Jetzt ist es immer so, dass man sich Gedanken macht, ja, wie läuft jetzt die weitere Entwicklung, der Klassenkampf oder was weiß ich, wie entwickelt sich das? Und da ist es natürlich tatsächlich so,
dass das nicht automatisch läuft. Klassenkampf heißt, es sind zwei Klassen, die kämpfen. Die Bundesregierung hat sich auf den heißen Herbst vorbereitet, hat eingegriffen und hat sich ihre Truppen gefunden, die ihr geholfen haben. Denkt daran, was sie alles gemacht haben, wegen der Heizung und was weiß ich, an die Bevölkerung. Und das sind natürlich Sachen, es sind zwei Seiten, die ringen. Und natürlich läuft das nicht immer so automatisch, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber man muss ganz klar sehen, es gab den heißen Herbst, nur in einer anderen Form. Und da will ich nur darauf hinweisen, weil es, glaube ich, sehr wichtig ist, wir hatten noch nie solche Tarifkämpfe, zwar auch dann später, ja, wie in diesem Jahr. Und es sind natürlich Kämpfe gewesen, die belastet waren von dem Krieg. Und wenn man heute Lohnforderungen stellt, Reallohnausgleich, dann ist das genau das Gegenteil von dem, was die Regierung will. Die Regierung hatte nämlich vorgeschlagen, 3.000 Euro und keine Tarifkämpfe. Und das haben sie nicht durchgesetzt. Und da muss man wirklich verstehen, auch mit unseren Initiativen ist das befördert worden. Und ich glaube, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass tatsächlich hier etwas stattgefunden hat, wo wir auch zum Pol geworden sind. Und ich will nur einen letzten Punkt nennen. Was natürlich sehr wichtig war, war diese Demonstration am 25. Februar mit Sarah Wagenknecht, mit den 50.000, die da auf der Straße waren. Ohne dass wir existiert hätten, hätte es das nicht so gegeben, zumindest anders wäre es gewesen. Insofern haben wir unseren Platz und unsere Rolle genommen. Und dazu nochmal etwas mehr Internes zu unserem Bündnis. Ja, es sind unterschiedliche Kräfte hier im Bündnis. Sehr weit unterschiedlich. Ich bin sicher, also ich kann das zumindest von meiner Seite sagen, es ist erstaunlich, dass wir zusammengehalten haben. Natürlich nicht so, wie wir uns das gedacht haben, einige sind von uns gegangen, aber wir haben bestimmte Differenzen nebeneinander stehen lassen und ich will das ganz kurz nur erwähnen. Unser Maßstab war, der Feind steht im eigenen Land. Und das war unsere Gemeinsamkeit, dass wir hier gemeinsam handeln konnten. Das heißt nicht, dass alle Differenzen ausgeschlossen sind. Ich will einen Punkt nennen, weil es natürlich hier Differenzen gibt. Mein Motto ist zum Beispiel, weder NATO noch Putin. Und ich sage das auch sehr offen, weil ich glaube, es ist sehr klar zu verstehen, wir, und ich fand das sehr gut, was jetzt hier Seven Dachlin gesagt hat, kein Krieg ist unser Krieg. Das ist genau der Punkt. Wir sind weder mit der Regierung in Russland, der Ukraine oder der NATO, der ganzen Regierung einverstanden, sondern wir haben tatsächlich die Position, dass es uns um die Bevölkerung geht. Denn wer sind denn die russischen Soldaten? Wer sind die ukrainischen Soldaten? Das sind Arbeitnehmer, das sind wir. Und das muss man verstehen, dass wir uns mit denen solidarisch sind und deswegen treten wir ein für einen sofortigen Waffenstillstand, denn sowohl die russischen wie die ukrainischen Arbeitnehmer sind Opfer dieses Krieges, eines Krieges, der ein Wirtschaftskrieg ist, der militärisch ausgemacht ist und völlig anderen Interessen dient als Freiheit, Demokratie und was weiß ich. Insofern glaube ich, dass diese Frage tatsächlich weiter diskutiert wird. Letzter Punkt, braucht es noch das Bündnis Heizung, Brot und Krieg? Da will ich nur eine Bemerkung machen. Was wir jetzt erleben, ist eine Eskalation des Krieges, Tag für Tag. Jetzt kommen die Taurus und so weiter. Nicht nur militärisch, sondern auch sozial. Guckt euch das mal an mit dieser Kindergrundsicherung. 2,4 Milliarden. Die gleichen, die das entscheiden, statt 20 Milliarden 2,4 Milliarden zu geben, entscheiden ohne Schwierigkeiten im Rahmen des Wirtschaftskrieges 10 Milliarden an einen amerikanischen Konzern zu geben, Intel meine ich da, hier in Magdeburg, oder an diese ganze Computerindustrie. Das heißt, auch sie entscheiden unter diesen Gesichtspunkten, wofür sie stehen, nämlich tatsächlich für den Wirtschaftskrieg und damit für den sozialen Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Das
ist der eine Punkt. Es wird eine Eskalation geben, der Krieg. Er ist nicht zu Ende, sondern wir sehen eine Ausweitung des Krieges. Guckt euch das an, was in Niger passiert ist. Das muss man sehr klar sehen. Sie wollen dort intervenieren. Aber da will ich auch noch mal darauf hinweisen, die Gewerkschaften der westafrikanischen Länder haben fast alle sich gegen den Krieg, gegen die Intervention Frankreichs ausgesprochen, gegen die Intervention der Staaten. Und sie haben eingegriffen in diese Auseinandersetzung und bisher die Intervention verhindert. Insofern, ich glaube, noch einen letzten Punkt, den ich nennen will, weil das gestern so hochgeploppt worden ist. Es ist immer sehr viel von sozial-ökologischer Transformation geredet. Das, was in Wirklichkeit heute stattfindet, ist ein Prozess, es geht nicht mehr um Umwelt oder was weiß ich, um die sozialen Belange und tatsächlich die Verbesserung der Lebensbedingungen, sondern das, was wir erleben, ist, dass alle Entscheidungen gefällt werden in Richtung einer Kriegswirtschaft. Und das ist eine Sache, ein Prozess, der jetzt in Gang gesetzt worden ist oder forciert worden ist, und der Krieg wird nur benutzt, alle unsere sozialen Errungenschaften, aber auch der Zivilisation selber, guckt euch das Bildungssystem an, in Frage zu stellen. Und das müssen wir gemeinsam bekämpfen, und deswegen braucht es auch weiterhin das Bündnis Heizung, Brot und Frieden, um in diesen Fragen Klarheit zu schaffen. Recht herzlichen Dank, ich mache jetzt Schluss, ich hoffe, ich komme nicht zu lang. Danke, Gotthard. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal so, wie wir geplant haben. Würde ich mal sagen, der Markus und der Alex kommen mal vor in diesem improvisierten Podium und versuchen mal in eine Diskussion zu kommen. Ich setze mich in die Mitte. Alexander King, Mitglied des Abgeordnetenhauses für die Fraktion der PDL, Partei Die Linke. Ja, weil da gibt es immer unterschiedliche, das meine ich jetzt nicht unbedingt despektierlich. Ja, auch von Anfang an, also Mitinitiator, wie haben wir es damals genannt, Initiatorengruppe oder so, die aus 6 Mann eigentlich bestand und damals ins ND-Gebäude eingeladen hatte. Und zu meiner linken Seite, Markus Steiger, hat ihn mal angekündigt, hier mit dem Label Red Bonkart, hat er sich aber gewehrt, sondern er ist jetzt ein Publizist. Korrekt? Ich glaube, du hast einfach das Label immer falsch ausgesprochen. Das Label hieß Royal Bunker. Also das Label hieß Royal Bunker, und insofern, das war meine Plattenfirma, und da gibt es immer noch T-Shirts zu kaufen. Oh, da werde ich heute Abend Ärger mit meiner Tochter kriegen. Na gut. Das hat sie mir aber nie gesagt, dass ich es falsch ausgesprochen habe. Ist ja auch egal. Gut, das ist eine kleine Fangeschichte. Ja, aber kommen wir nochmal zurück darauf. Also als wir unsere erste größere Kundgebung vor der Bundesgeschäftsstelle der Grünen organisiert hatten, würde ich jetzt an Alexander mal fragen, wie hat denn die Partei Die Linke damals eigentlich darauf reagiert? Danke, ich wollte erst noch ganz kurz was anderes sagen, weil das war ja vor einem Jahr, hast du gesagt, also am 5. September 2022, aber die Initiatorengruppe, die hatte sich eben schon im August getroffen. Aus dieser Runde will ich eigentlich besonders Harry Grünberg begrüßen, weil der hat sich nämlich den Namen ausgedacht, unter dem wir filmen, Heizung, Brot und Frieden, und ich finde, der Name ist genial, und er hat ja auch Nachahmer gefunden. Das war wirklich sehr gut, ja. Also ich fand damals, die Idee war gar nicht von mir, ich weiß gar nicht mehr, wer die hatte, also bei dem ersten größten Treffen im ND-Haus kam die Idee auf, ja,
wir machen jetzt mal schnell eine erste Kundgebung, aber wo? Und jemand sagte dann, ja, warum vor der Geschäftsstelle der Grünen? Und ich fand es eigentlich total naheliegend und fand die Idee unheimlich gut, weil damals gab es ja die Debatte um die Gasumlage, wer sich erinnert. Und natürlich hat sich ja auch schon abgezeichnet, dass die Sanktionen eben auch wirklich hart zurückschlagen gegen die deutsche Wirtschaft und gegen die deutschen Arbeitnehmer. Und insofern hatten wir ja Forderungen im Grunde, die sich ja, also die den Verantwortungsbereich der grünen Bundesminister Habeck und Baerbock betrafen. Und was ich ziemlich interessant fand, war, dass es halt wirklich als absoluter Skandal aufgefasst wurde, dass man jetzt eine Kundgebung ausgerechnet vor der Bundesgeschäftsstelle der Grünen organisiert. Es wurde dafür auch sehr stark kritisiert, also in der Linken, aber vor allem auch in der Presse. Ja, das ist ja völlig verfehlt. Wenn, dann soll man vor der Geschäftsstelle der FDP demonstrieren, das ist okay, aber doch bitte nicht bei den Grünen, wieso denn das und so. Und das hat mir auch schon ziemlich zu denken gegeben. Und man muss sagen, dass sich mit der Entscheidung, wirklich damit zu beginnen, also die Grünen frontal anzugreifen, das hatte, glaube ich, auch dann Auswirkungen, weil wir haben ja nach der Kundgebung erlebt, dass auch Bündnispartner, die wir hatten, dann abgesprungen sind, dass die Linke, muss ich leider sagen, auch also der Landesvorstand und so auch massiv Druck auf einzelne Teile unseres Bündnisses ausgeübt hat, dass das ja also so nicht sein kann und so. Also es waren ziemlich, habe ich erst gar nicht so gesehen, aber im Nachhinein doch eine ziemlich mutige Tat, sich also mit den Grünen anzulegen. Aber es war natürlich genau richtig, weil sie sind ja diejenigen, die am stärksten die Waffenexporte auch von Anfang an unterstützt haben und die Bundesregierung, also in der Bundesregierung am stärksten auch lobbyiert haben für immer weiter und immer auch also ja, massivere Waffenexporte und die natürlich auch für die Sanktionspolitik politisch und auch praktisch in der Umsetzung verantwortlich waren. Es waren eigentlich genau die richtigen Ansprechpartner, aber es war, wie man heute so sagen würde, umstritten. Ja, danke Alex. Wenn ich zurückdenke an so eine ersten Versammlung, damals in Diebold, ich hoffe, dass das das richtig formuliere, in dem Beutel, ne, am Franz-Mehlen-Platz. Und wartet mal, jetzt kommt die Pilgrimsmannschaft rein hier gerade. Dann könnt ihr wieder an der Bar bestellen. War ja ziemlich breit, also es waren ja viele, viele Organisationen dort mit am Start und ja, über das Jahr über sind es ja weniger geworden, auch wenn wir zusammengeblieben sind oder es sich stabilisiert hatte, unser Bündnis. Würde ich mal an Markus fragen, wie schätzt du denn ein, was waren so die Hauptlinien, Gründe, warum das Bündnis diese Breite, die es zu Anfang gehabt hat, nicht halten konnte, aber andererseits trotzdem weiter bestanden hat, im Gegensatz zu anderen Bündnissen? Ja, also vielen Dank, dass ich hier nochmal auf dem Podium sitzen darf, wobei ich sagen müsste, eigentlich müsste Evelyn auf dem Podium sitzen, die hat dieses Bündnis in den letzten Monaten hier zusammengehalten, hat ganz viel organisatorische Arbeit geleistet und wenn Harry für den Namen verantwortlich ist, dann ist Evelyn eben für das Bestehen dieses Bündnisses verantwortlich. Organisationsarbeit von Evelyn für die Spenden. Ja, wir haben uns ja damals eigentlich gegründet, das war auf Einladung von Michael Prütz, da haben wir uns ja eigentlich eben in diesem Büro getroffen zum allerersten Mal und es war abzusehen, dass irgendwie ein heißer Herbst droht oder dass also eben mit der Teuerungsrate, mit der Energiekostenumlage eben massive Proteste zu erwarten sind und die Überlegung, so ein Bündnis zu gründen, war ja eigentlich, hey, wir wollen nicht schon wieder den Rechten hinterherlaufen, wenn es zu diesen Protesten kommt und die dann von AfD und Co. vereinnahmt werden. Also ich meine, wir haben das ja bei der Corona-Krise dann ja auch wirklich so erlebt, dass sämtliche Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, selbst wenn sie von Linken gar nicht geteilt wurden, dann aber von rechts vereinnahmt worden sind. Und diese Situation wollte man eigentlich verhindern. Und deshalb sollte es eben dieses Bündnis geben. Dann gab es eine relativ breite Einladung. Und dann gab es am Anfang ja schon große Diskussionen, nimmt man das Wort Sanktionen
Nationen überhaupt in den Mund? Nimmt man das Wort Frieden in den Mund? Heizung, Brot und Frieden war tatsächlich umstritten. Es gab eine Person, die sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, sie findet Frieden ziemlich kontrovers. Wo ich dann auch dachte, okay, also in welcher Welt leben wir denn jetzt eigentlich, dass Frieden das kontroverse und anstößige Wort ist, das man nicht benutzen darf? Gut, da hat man dann auch im ersten Flugblatt auf das Wort Sanktionen, glaube ich, verzichtet. Da hat man wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen gesagt. Also man hat da auch schon durchaus Kompromisse versucht, aber es gab dann relativ schnell eine Abwanderungsbewegung von Gruppen aus Neukölln, also die auch der Linkspartei da nahestehen, die einfach in unserem Bündnis keine Erfolgschancen gesehen haben, die einfach dann gesagt haben, sie setzen eher in einem Gespräch, hat die Person das dann so genannt, sie setzen eher auf die Armeen der Gewerkschaften oder die Massen der Gewerkschaften. Gut, also die Massen der Gewerkschaften sind in dem Fall, zumindest in den Antikriegsprotesten, auch ausgeblieben. Es gab gute Tarifkämpfe, da hat sich ja dann auch dieses eher virtuelle Bündnis wie Genug ist genug ja auch ziemlich stark gemacht. Das war außerhalb von Berlin, glaube ich, auch relativ erfolgreich. Da gab es ganz, ganz gute Veranstaltungen. In Berlin hat sich das allerdings relativ schnell so zersplittert und aufgespalten und wir hatten dann auch nicht den besten Ruf, sagen wir es mal so. Ja, und dann kam ja noch, also ich erinnere mich auch an dieser großen Auseinandersetzung auf den Plenar, wenn man das so formulieren kann, gerade mit Gruppierungen aus der PDL halt, also gerne nur an Marx 21, die da sehr aktiv gewesen sind, also in der Frage Sanktionen oder in der ne? Und das waren ja Auseinandersetzungen in dem Berliner Landesverband der PDL. In dem Sinne nochmal an Alex die Frage, wie ist denn Heizung, Brot, Frieden innerhalb der PDL diskutiert worden? Weil als sie dann gegangen sind im Marx 21, inklusive mit den, ich sag's mal, trotzkistischen Gruppen, manch einer intern erkennt, weiß man, dass ich da ziemlich offensiv auf den vorgegangen bin, da gab es große Auseinandersetzungen mit denen. Aber wie ist da wieder gespielt worden innerhalb der PDL? Ja, also ich würde sagen, das Verhältnis der Linken oder des linken Landesverbandes zu unserem Bündnis, es spiegelt so ein bisschen wieder das Verhältnis zu den Themen, die wir gespielt haben. Also du hast gesagt, jemand hätte dir gesagt, Frieden ist ein umstrittener Begriff. Ich habe sogar gehört, Frieden, das Wort benutze ich gar nicht mehr, das ist ein rechter Begriff. Also es wurde ja versucht, wirklich klassische linke Inhalte im Grunde rechts zu framen. Und das ging eben so weit, dass im Grunde ja auch die Zusammenarbeit, die wir ja als Bündnis hatten, auch mit der FRIPO und überhaupt, dass wir also auch bei Friedenskundgebungen mitgemacht haben, so das wurde dann schon sehr negativ aufgenommen. Und ganz besonders heiß war natürlich die Diskussion um die Sanktionen, weil man halt damals irgendwie so das Gefühl hatte, wenn man zwar so ein bisschen kritisch sein will und wenn man schon, es wurde mir auch gesagt, wir sind doch schon gegen Waffenlieferungen, da können wir doch jetzt nicht auch noch gegen Sanktionen sein. Und das war dann so der eine Schritt, den wir aus Sicht von Teilen meiner Partei dann zu weit gegangen sind. Und das war ja dann eben auch schnell mit dem Begriff, also Putin-freundlich, Russland-freundlich, rechtsoffen und so gelabelt. Also im Grunde glaube ich, dass wir da nicht so richtig Fuß fassen konnten in der Linken, muss ich leider sagen. Mein eigener Bezirksverband, die Linke Tempelhof-Schöneberg, ist eine Ausnahme. Also unser Bezirksverband ist nach wie vor Bündnis. Und was? Was? Ich habe gesagt, vielleicht kannst du Abkürzungen erklären, PDL und FRIKO, weil nicht jeder hier... Ach so, also PDL, das ist natürlich die Linke, aber ich benutze den Begriff PDL nicht, das solltest du erklären. Partei die Linke soll das heißen. Und was sollte ich noch erklären? Die FRIKO ist die Berliner Friedenskoordination, die eben die seit Jahrzehnten, seit Anfang der 80er Jahre in Berlin, die Ostermärsche organisiert und auch andere Friedensaktivitäten, wie zum Beispiel gestern zum Weltfriedenstag an der Neuen Wache. Also, aber da gibt es eben, ja, Friktionen und die gehen eben entlang an diesen Themen wie
verhält man sich jetzt eben gegenüber der Friedensbewegung, gegenüber Forderungen nach Verhandlungen zum Beispiel. Das ist halt in der Linken auch eine starke Diskussion. Und der Landesverband der Linken hier in Berlin ist da teilweise, da hat eine Position ein, die von unserer ziemlich weit entfernt ist. Und wie gesagt, bei den Sanktionen fand ich eigentlich naiv zu denken, wenn man jetzt irgendwie Sanktionen zwar befürwortet, dann wird man vielleicht in der politischen Debatte eher irgendwie akzeptiert oder ernst genommen. Mittlerweile hat sich einfach, glaube ich, herumgesprochen und herausgestellt, dass die Sanktionen natürlich genau das bewirkt haben, was Sarah Wagner schon vor einem Jahr im Bundestag gesagt hat, woraufhin sie übrigens nie wieder eine Rede im Plenum halten durfte. Jetzt hat sie ja keine einzige Rede mehr im Bundestag gehalten. Aber sie hat natürlich recht gehalten. Diese Sanktionen, dieser Wirtschaftskrieg haben, genau wie Gotthard es vorhin gesagt hat, bewirkt, dass wir jetzt in Deutschland in einer Situation sind, wo wir als einziges Industrieland in einer Rezession sind. Und das heißt ja, also nicht nur die Wirtschaft schwächelt, sondern es wirkt sich ja auch oft auf die Kaufkraft der Leute, Reallohnverluste, das muss ich nicht erklären hier in dem Kreis. Und mittlerweile ist ja sogar die Außenministerin persönlich enttäuscht und traurig über die geringen Auswirkungen, die diese Sanktionen hatten. Aber was natürlich nicht reflektiert wird, ist, dass die Sanktionen durchaus wirken, aber halt nicht in Russland und schon gar nicht im Hinblick auf den Krieg, sondern eben in Deutschland. Aber die Konsequenzen daraus erfolgen ja auch nicht. Also kurzum. Wir hatten ein kompliziertes Verhältnis zwischen dem Bündnis und der Linken und das habe ich ja vorhin schon gesagt, es gab auch Abwerbeversuche. Die Linke hat ja auch sich beteiligt an den Gegenbündnissen, also genug ist genug und ich glaube, es gab nochmals Umverteilen oder so. Da wurde doch dann sehr viel Energie reingesteckt in Bündnisarbeit und Protestarbeit, die halt möglichst Kritik an SPD und vor allem Grünen außen vor lässt und stattdessen sich halt mehr konzentriert auf Kritik, jetzt was weiß ich, an der Schuldenbremse oder sonst was, also was jetzt eher so Richtung FDP geht. Aber erwartbar haben diese Proteste natürlich jetzt auch nicht wirklich gezündet. Wie sehr unsere Proteste gezündet haben oder was da vielleicht zu tun und zu verbessern wäre, darüber sprechen wir vielleicht auch noch. Ja, also da muss ich unbedingt nochmal hin, wie wir dann weitermachen können oder aus Erfahrung von dem letzten Jahr. Aber zur Widerspiegelung, ich sage jetzt mal von unserem Bündnis innerhalb der PDL, will ich mal erzählen, zu der Widerspiegelung in der, ich sage jetzt mal in der sogenannten freien Szene. Wir hatten ja vor dreiviertel Jahr oder einem halben Jahr im Weiz auch eine Podiumsdiskussion von Heizung, Brot und Frieden und im Nachgang kamen dann die Neas und die Reptilien, jetzt muss man ja ausformulieren, also die Antifa Nordost und dann, wie kam dann die Reptilien, Schnappi, ja, also die Anti-Schwobler-Antifa oder so wie sie hießen, ne? Und haben massivst gegen uns, also gegen Heizung, Brot und Frieden oder protestiert, dass wir da überhaupt einen Raum gekriegt haben. Weil wir ja rechtsoffen sind und rechte Positionen, auf der einen Seite rechte Positionen und auf der anderen Seite also pro Putin sein und einen imperialistischen Angriffskrieg rechtfertigen. In dem Sinne war die Wirkung von uns natürlich schon, also man hat uns gesehen, man hat, man hat sich mit uns auseinandergesetzt, und zwar auf ziemlich üble Art und Weise, was natürlich heißt, was muss dann doch in uns gewesen sein halt, ne? Sonst hätte man uns auch einfach links, rechts liegen lassen können. Ne? Na gut, wie auch immer. Und ich sage jetzt mal, diese, wie haben wir mal gesagt, die Instrumentalisierung des Antifa-Begriffs, den haben wir ja aktuell gerade wieder, nämlich gestern den Weltfriedenstag mit der großen Kundgebung der Friedenskoordination, ne, also der traditionelle Verein, und heute dann der Versuch der Kreierung einer neuen Friedensbewegung durch ein sogenanntes Antikriegskoordination, bestehend genau aus den Antideutschen, aus der NEA und dem, ich sag dazu mal, rechten Flügel der PDL oder ich weiß jetzt nicht, wenn jemand da war, kann man aber bitte sagen. Du warst da, na, dann bist du ja genau bei dem Thema richtig. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, wie wir uns da wieder eigentlich verhalten sollten.
Ja, also ich glaube, dass wir in diesen ganzen letzten Jahren natürlich auch nicht unberührt geblieben sind von dem Spaltungsprozess der Linkspartei. Ich glaube, das hat immer wieder auch auf unser Bündnis durchgeschlagen und das hat uns auch immer wieder belastet, das hat auch immer wieder Kräfte gebündelt. Also dieser ganze Prozess innerhalb der Partei der Linken, ja, ich glaube, das ist das, warum du nur PDL sagst, damit das halt mit, dass das eine Abgrenzung ist zur linken Bewegung an sich. Oder? Nein. Also jetzt muss ich zu radikalen Linken oder zu Linken? Nein, ich will damit eigentlich nur mal ausdrücken, dass es eine ganz normale Partei ist, die sich die Linke nennt, weil der Anspruch, die Linke zu sein, die ist sie nicht. Halt, ne? Weil wenn sie sich die Linke nimmt, bin ich kein Linker mehr. Umgedreht ist. Ne? Deshalb, ja, so, ja, das ist mir klar, aber deshalb habe ich immer formuliert PDL, so wie SPD oder FDP hat eine PDL. Ne? Gut, also heute war diese Demonstration dieses Bündnisses teilweise aus NEA, VVN, BDA, Naturfreunde waren aber eben auch dabei, teilweise glaube ich also auch die Linke Neukölln, also Christine Buchholz war da zumindest mit auf der Bühne, Özlem Demirel hat eine sehr starke Rede gehalten, auch meiner Meinung nach. Es ging dort auch durchaus gegen Imperialismus und NATO, das war immer Thema, es war ein polnischer Genosse da, der auf Englisch gesprochen hat, der das auch zum Thema gemacht hat, der hat gesagt, hat in Polen sind die Proteste sehr schwierig zu organisieren, sehr kleine Proteste. Die Polen erwarten sich und erhoffen sich sehr viel von der NATO und das muss man ihnen eben auch immer wieder nahebringen, dass die NATO eben kein Garant ist für Demokratie und Menschenrechte und dass die Kriege, die im Namen von Demokratie und Menschenrechten geführt werden, wie zum Beispiel jetzt in Niger wieder angekündigt, halt natürlich im Endeffekt Wirtschaftskriege sind, um die Uranvorkommen zu sichern oder sonstige Rohstoffe zu sichern. Ja, ich glaube, das ist dort auch relativ klar zum Ausdruck gekommen. Es ist bedauerlich, dass wir da nicht eingeladen gewesen sind, in diesem Bündnis dort mitzumachen. Ich glaube, es war auch durchaus Absicht. Ich finde, auf der anderen Seite, wir sollten die Größe haben, dann eben zu sowas auch hinzumobilisieren oder eben auch dort dabei zu sein. Das wäre jetzt meine Interpretation. Dass man sagt, ey, eine gespaltene Friedensbewegung ist natürlich auch tatsächlich wirklich nur die Hälfte wert. Es waren jetzt auf beiden Veranstaltungen ungefähr, so habe ich mir sagen lassen, ungefähr 500 Leute. Naja, gut, zusammen wären man dann 1000 Leute gewesen, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen beeindruckender gewesen. Schade, aber auch ich bin da nicht großartig angesprochen worden oder jetzt auch das Bündnis an sich. Man kennt sich ja eigentlich untereinander, man hätte es ja machen können. Das ging. Sagen wir so, der Stein in diesen See, den haben nicht wir geworfen, oder? Ja, alles kann ich sagen. Also wir wollen ja auch diskutieren. Und da habe ich jetzt wirklich eine andere Meinung als du. Ich finde gut, dass wir nicht zu dieser Kundgebung heute mobilisiert haben, weil ich finde, dass diese Kundgebung ja wirklich ein unfreundlicher Akt der Spaltung der Friedensbewegung war. Also wenn überhaupt, dann hätte man gestern in Mobilisierung, oder haben wir ja vielleicht auch gemacht, ich habe da auch nicht immer den Überblick über alles, gestern war der Weltfriedenstag und gestern war die Aktion der Berliner Friedenskoordination und wer meint, dass er da nicht hingehen kann, weil die Friedenskoordination angeblich rechtsoffen ist oder sonst was und dann ein Pseudo-Bündnis irgendwie auf die Beine stellen und eine Art gegen, das war ja letzten Endes eine Gegenkundgebung gegen die traditionelle Friedensbewegung, ich finde, der hat eigentlich unsere Unterstützung nicht verdient, sage ich ganz ehrlich. Definitiv andere Meinung, Alex, weil dieses angebliche Rechtsoffen, du sagst es immer so, angeblich rechtsoffen. Diese Leute, die laden tatsächlich auch die Basis mit ein und die Basis hat wirklich ein Problem, dass da wiederum in deren Gefolge AfD-Leute mitschwimmen. Die Basis selber ist keine faschistische Vereinigung, ist keine faschistische Partei, das ist geschenkt. Aber die haben ein extremes Abgrenzungsproblem und dann muss man die als Organisation auch ausschließen, meiner Meinung nach. Da will ich aber noch eine Sache ganz kurz sagen. Also nur ein Satz wirklich. Also wenn ich will, dass die Friedensbewegung
eine linke Friedensbewegung bleibt, dann muss ich als Linke in diese Friedensbewegung hineingehen, dafür sorgen, dass sie links bleibt und eben nicht von anderen Kräften versucht wird zu unterwandern. Das ist doch der richtige Weg und nicht zu sagen, wir machen jetzt unseren eigenen Laden auf. Das ist sowieso zum Scheitern verurteilt. 500 Leute ist ja peinlich für so eine Partei wie die Linke und Naturfreundin, wer da sonst noch alles aufgerufen hat. Und ich meine, letztlich will ich mal festhalten, Gott hat das erwähnt, die mit Abstand größte, wichtigste, bedeutendste Friedenskundgebung der letzten Jahrzehnte war ohnehin der Aufstand für Frieden im Februar. Jetzt muss ich mich mal einmischen und eine andere Position einnehmen. Also für mich ist erstmal grundsätzlich klar, wenn es um Frieden geht, Frieden ist für mich nicht nur eine Sache von links und rechts oder so, weil ich hier, wenn es um Frieden geht, auch mit Pfaffen oder mit möglicherweise auch CDUlern, einen Bauwähler, kann ich mir durchaus vorstellen, für einen Frieden zu sein, weil der links beispielsweise. Weil wir hier in einer Auseinandersetzung sind, wo es einfach mal auch um unser Land, wenn ich es mal so kitschig sagen darf, ne, wo wir unter den Folgen des Krieges leiden. Wir leiden unter den Folgen der Kriegsvorbereitung oder der Reifmachung dieses Landes für den Krieg. Und wir stehen vor, nicht wir stehen vor einem dritten Weltkrieg, aber wir sind knapp davor. Ne? Und da möchte ich doch schon durchaus eigene Positionen beziehen und da den Krieg zu verhindern, möchte ich zwar linke Positionen haben, ne? Aber in einer Friedensbewegung gehören mich auch ein Niemöller dazu und ein Gauweiler und auch eine Sarah, selbstverständlich. Wir hatten ja eine große Auseinandersetzung gehabt inwiefern wir die Beteiligung von Freie Linke und die Basis haben. Gerade weil es ja den Vorwurf gab von der sogenannten Antifa, das sind sie, ne? Das sind die U-Boote der AfD. Da muss ich natürlich sagen, wenn ich mit meiner politischen Orientierung spielen die für mich keine Rolle. Wenn ich aber jetzt sachgemäß beispielsweise wo es um den Frieden geht oder um bestimmte Interessen für dieses Land, dann gehe ich mit diesen zusammen. Jetzt. Joppe, also jetzt zwei Sachen. Ja? Dass du Obskuranten am Rande einer Friedensdemonstration hast oder auch Leute, mit denen du ansonsten politisch nicht einer Meinung bist, die dann zu einer Friedensdemonstration kommen, das mag ja sein. Und ich finde, das ist am 25. Februar auch tatsächlich ganz gut gelungen. Ja? Also die Rechten, die da waren, das waren exakt 5 Rechte, die wurden 25 Mal fotografiert und diese 25 Bilder sind dann wahlweise immer wieder in Schleife durchs Netz gejagt worden, um zu beweisen, was für rechtsradikale Aufmärsche dort anscheinend stattgefunden haben. Das stimmte einfach nicht. Das war am Rande abgedrängt. Elsässer ist abgedrängt worden. Das war eine saubere Sache. Das war eine Friedensdemonstration und am Rande haben sich Obskuranten aufgehalten und genauso muss es sein. Ja? Wenn aber am Ostermarsch die Basis als Organisation mitläuft, dann haben wir ein anderes Problem, weil die bringen natürlich diese anderen Leute mit rein. Und das andere, darauf möchte ich halt eben auch nochmal festhalten, ja, und das ist das, was Gotthard eben auch angedeutet hat, wir sind Internationalisten und es geht mir nicht um mein Land. Es ist nicht mein Land. Dieses Land wird regiert von Parteien, die ich nicht gewählt habe. Sie wird regiert von Wirtschaften, die ich nicht eingesetzt habe, von Wirtschaftsbossen, die ich nicht eingesetzt habe. Die Produktionsverhältnisse werden bestimmt von Leuten, wo ich nichts mitzureden habe. Insofern stelle ich mich auf die Seite der internationalen Arbeiterschaft und die hat kein Vaterland. Und deshalb kämpfe ich nicht mit Leuten für die Wirtschaft meines Vaterlandes, weil ich scheiße auf dieses Vaterland. Also vom Grundsatz her gehe ich damit klar. Wir sind Internationalisten. Ansonsten kann man mit links nicht kommen. Aber trotzdem, auch wenn die ich glaube, es ist eine Marx-Formulierung oder so, dass die Arbeiterklasse kein Vaterland kennt,
Aber trotzdem muss ich einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass ich hier in diesem Lande lebe und einfach mal den Zwängen dieses Landes unterworfen bin. Und wir einfach. Das machst du doch mir zu eigen. Nein, die kann ich auch zu eigen machen, das ist richtig. Ach, schönen Dank. Danke. Ich nehme mal aufmerksam. Gut. Was ich aber spannend finde, ist, dass wir hier unterschiedliche Positionen haben und sie vernünftig miteinander diskutieren können. Halt, ne? Und da habe ich, um jetzt nochmal an diese Auseinandersetzung bei Heizung und Frieden im letzten Jahr zu sehen oder so, hatte ich es immer spannend empfunden, dass man trotzdem, trotz unterschiedlicher Auffassung vernünftig miteinander oder in einem Modus gefunden hat, vernünftig miteinander zusammenzuarbeiten halt. Ne? Weil auch aus unterschiedlichen Herkünften, das ist einer nur, also die traditionskommunistischen Kräfte bei uns, eine ganz andere Arbeitsweise haben, ne? Wo ich da manchmal verzweifelt bin. Und trotzdem hat es funktioniert. Ne? Und das hatte ich, finde ich, sehr, sehr angenehm an der Zusammenarbeit mit also selbst diese Diskussion, ja, also finde ich sehr angenehm. Ne? So, jetzt darfst du wieder. Ja, ganz kurz was dazu sagen, ja, das größte Problem finde ich dabei allerdings tatsächlich, dass Organisationen rausgegangen sind aus unserem Bündnis. Ja, und die Bündnis macht natürlich eigentlich nur Sinn, wenn möglichst viele Organisationen drin sind. Jetzt ist es halt mehr oder weniger ein Zusammenschluss von Einzelpersonen mit zwei oder drei Organisationen, die da noch drin stecken, die dann halt im Zweifelsfall auch irgendwie so eine organisatorische Fähigkeit haben. Und ansonsten wird es von Einzelpersonen getragen. Und das ist natürlich sehr kraftraubend und das ist natürlich auch sehr kräftezehrend. Ja, das stimmt, das Bündnis könnte breiter sein oder sollte vielleicht auch wieder breiter werden. Aber ehrlich gesagt, die Organisationen, die am Anfang dabei waren und dann rausgegangen sind, ja, um die bin ich nicht, ich bin nicht um alle traurig, sage ich ganz ehrlich, weil es gibt auch Organisationen im Bereich, sage ich mal, auch innerhalb der Linken, Marx 21 zum Beispiel ist so eine Organisation, die haben ein sehr instrumentelles Verhältnis zu ihrer Bündnisarbeit. Und es ist schwierig, mit solchen Organisationen zusammenzuarbeiten, weil sie nie ganz ehrlich sind und weil es ihnen auch nie wirklich ganz um die Sache geht, sondern eigentlich nur darum, was sie für sich daraus ziehen können. Und egal, was du für ein Bündnis gründest, am Anfang werden die immer dabei sein. Diese trotzkistischen Gruppen sind immer dabei. Und irgendwann, wenn sie merken, okay, irgendwo anders ist vielleicht mehr Musik drin oder jetzt kriegen wir Probleme mit der Heimatorganisation, in dem Fall der Linken, sind sie halt auch ganz schnell wieder draußen. Also ich fand, das hat jetzt eigentlich unserer Arbeit keinen großen Abbruch getan. Der politischen Klarheit hat es sogar genutzt. Und immerhin, Heizung, Brot und Frieden existiert noch, die ganzen diversen Gegenbündnisse, die sich gegründet haben, von denen habe ich eigentlich nach ein, zwei Monaten nie wieder was gehört. Ja. Da will ich jetzt mal einen inhaltlichen Break machen oder so, weil die Diskussion, die wir jetzt angefangen haben, die ist sehr spannend, die werden wir nicht hier jetzt weiterführen können. Würde ich aber als Arbeitsauftrag aufnehmen, diese mal zu organisieren, öffentlich zu organisieren. Ich will auf einen anderen Punkt jetzt mal hinaussetzen, und zwar Zukunft, Heizung, Brot und Frieden. Weil Gotthard hat das schon formuliert gehabt, dass er so eine bündnisige Heizung Brot und Frieden für notwendig hält. Also mal die Frage an euch beide, wie seht ihr die Zukunft oder die Aufgaben oder die Funktion oder das Leidenschaftsmerkmal haben wir ja, aber die Funktion von solchen Bündnissen, wie wir es repräsentieren, in der Perspektive. Wer will anfangen? Ich will vielleicht erstmal ein Problem auf uns machen, weil natürlich, Gotthard hat es ja eingeführt, so ein richtig heißen Herbst gab es ja nicht. Also diese ganzen, also wir haben den nicht entfacht und die versucht haben, irgendwie so ein Protest light zu organisieren, die haben ihn erst recht nicht entfacht. Woran liegt das? Natürlich zum einen auch an der Spaltung, an Diffamierungen, an falschen Zuordnungen und so weiter, aber natürlich auch daran, dass sich die Auswirkungen der Sanktionspolitik und der überhaupt der Ampelpolitik insgesamt
die sind zwar da, aber die kommen ja auch schleichend. Also wir haben nicht das erlebt, dass jetzt die Energieversorgung zusammengebrochen wäre, sondern durch den wirklich hemmungslosen, muss man sagen, LNG-Kauf auf den Weltmärkten zu Mondpreisen, da waren eigentlich eher erstmal die, sagen wir mal, schwächeren Länder diejenigen, die darunter gelitten haben, also denen dann Deutschland das LNG-Gas vor der Nase weggekauft hat. Die Speicher waren voll, es gab jetzt keinen Winter, in dem jetzt massenhaft die Leute hätten frieren müssen oder so. Also es gab nicht den einen Punkt, an dem sich vielleicht so ein Protest entzündet hätte. Und dazu muss man sagen, das hängt ja damit zusammen, dass die Bundesregierung ja dann schon gemerkt hat, dass sie was tun muss und wirklich, also unglaubliche Summen, also ja virtuelle Summen, ist jetzt noch für Schulden im Grunde mobilisiert hat, um halt das Schlimmste zu verhüten. Das sind ja, also dagegen ist das Sondervermögen Bundeswehr fast schon Peanuts, wenn man die Gaspreisbremse, die Strompreisbremse, die ganzen Rettungspakete für Uniper und andere Gashändler, wenn man das alles zusammenrechnet, dann kommt man auf 6, 7, 800 Milliarden Euro. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, solche Summen. Aber es hat natürlich einiges abgefedert, muss man sagen. Aber trotzdem ist das Problem natürlich, also die Bundesregierung kann jetzt die Marktgesetze auch nicht ganz außer Kraft setzen. Und auch wenn du jetzt sagst, die deutsche Wirtschaft und so, das ist nicht so unser Thema, ich würde sagen schon. Weil wenn wir Industriebereiche haben, in denen Produktionsrückgang mittlerweile von an die 20% besteht, zum Beispiel der chemischen Industrie, und 2 Millionen Arbeitsplätze in Frage stehen, also die vielleicht, also die Investitionen wandern ja schon ab und irgendwann wandern dann auch die Arbeitsplätze ab, dann ist natürlich der soziale Sprengstoff schon noch da. Und das Problem, finde ich, was wir halt nicht geschafft haben, es gibt die Wut. Es gibt die Wut, natürlich. Aber sie findet nicht auf die Straße, sondern sie äußert sich im Moment darin, dass die Leute entschlossen sind, die AfD zu wählen. Das ist eben genau der Punkt. Die Wut, die sich nicht auf der Straße entlädt, die bleibt bei den Leuten und die wird sich dann entladen, wenn wieder Wahlen sind. Und ich glaube, deswegen wäre es schon eigentlich wichtig, wenn wir den Ehrgeiz hätten, auch als Bündnis zusammenzubleiben und darüber diskutieren würden, wie wir das schaffen, die Wut anzusprechen und zu adressieren von links. Also das ist eigentlich die Aufgabe, vor der wir stehen. Ja, also das wollte ich nämlich schon auch sagen, dass die Proteste sich dahingehend formiert haben, dass die AfD jetzt bei 25 oder teilweise sogar 30% steht und dass das ist dann so quasi der verspätete oder der nächste heiße Herbst, der da auf uns zukommt. Dafür bräuchte man natürlich allerdings auch eine starke Partei von links, die das dann eben auch dementsprechend durchzieht. Puh, ja. Du bist in dieser Partei noch. Ja, also, so eine Partei bräuchte man natürlich. Auf der anderen Seite, und das war, das ist, glaube ich, auch noch das, was Gotthard als Alleinstellungsmerkmal von unserem Bündnis nochmal hervorgehoben hat und was man eben auch konstatieren muss. Es gab zahlreiche Bündnisse, die haben die sozialen Verwerfung adressiert, die haben die Kriegsfrage außen vor gelassen und es gab auf der anderen Seite eben auch, und das, da spreche ich auch Teile von unserem Bündnis an, die sich sehr auf die Kriegsfrage konzentrieren, aber die soziale Frage dabei vergessen. Und das wieder zusammenzubringen, also das auch in so eine Krisenanalyse mal mit einzubetten, wo man sagt, hey, seit 2008 wird eigentlich im Krisenmodus hier durchregiert und eine Krise jagt die nächste und eine soziale Verwerfung und eine soziale Härte auf die nächste folgt. Und da gehört dieser Krieg eben auch mit rein in dieses. Ich glaube, es ist noch nicht mal ein großes Programm, die wurschteln sich da so durch. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass es geplant ist, aber es ist halt einfach, jede Krise wird eben auch für weitere, härtere Maßnahmen gegenüber der Arbeiterschaft, gegenüber den Arbeiterinnen und Arbeitern, wie man jetzt auch in Frankreich sieht, irgendwie durchgepeitscht und durchgezwungen. Und das, diese Zusammenhänge aufzuzeigen, das wäre interessant und das wäre unsere Aufgabe. Interessieren euch eigentlich auch... Wir wollen dann gleich nochmal in Publikum oder miteinander diskutieren. Geht gleich los. Also ich wollte euch beiden eigentlich, sagen wir so, in einer grundsätzlichen Analyse recht geben und nochmal auf diesen Höhenflug der AfD eingehen. Also
Ich sehe ihn eher als eine Notreaktion eines Großteils der Bevölkerung aufgrund dieser multiplen Krisen und des Angriffs auf ihre sozialen Rechte, Errungenschaften, wie man es auch immer formuliert. Weil wenn wir sehen, allein schon die Realeinkommenverluste, die sind höher als in den 20er Jahren zu schärfsten Krisenzeiten. Und ich sage, und für mich wäre da eine Aufgabe für Heizung, Brot und Frieden, also genau in diesen sozialen Abwehrkämpfen Positionen zu entwickeln, gemeinschaftlich, weil wir auch ziemlich breite Bündnisse sind, also mit unterschiedlichen, wie soll ich jetzt sagen, auch Ideologiekanon oder unterschiedliche Begrifflichkeiten oder so. Ne? Wo ich sage, finde ich spannend, also wenn da ein bisschen inhaltlicher Output kommen würde. Ganz kurz, Joppel, aber dafür brauchst du doch eine starke Organisation oder eine Organisierung, die in die Breite und in die Massen halt auch mit reinwirken kann. Und das haben wir leider tatsächlich nicht wirklich. Also das. Und eine Frage würde ich jetzt schon stellen, was qualifiziert eigentlich die AfD zur sozialen Protestpartei? Ich meine, was die Faschos veranstalten, wenn sie an der Macht sind, das kann man doch in Italien sehen. Ja, da streicht eine der ersten oder eine der neuesten Amtshandlungen von Meloni ist, dass sie halt irgendwie die Sozialhilfe streicht. Ich meine, das ist doch die Fortführung dieser März-Debatte um die Absenkung des Bürgergelds, weil wer arbeitet, soll mehr verdienen. Ja, dann sollen die halt arbeiten, auch mehr Geld verdienen. Du hast natürlich recht, dass die AfD also keine soziale Alternative ist, selbstverständlich, also mit ihrem neoliberalen Programm, also die Opfer der AfD-Politik werden die Wähler selber sein, also selbstverständlich. Ne? Und dass wir zumindest in der BRD von der Neuformierung einer Linken insgesamt stehen. Ja, selbstverständlich wussten. Das sind wir jetzt hier in dieser Weise nicht in der Lage, sondern wir können höchstens anstoßen, Impulse geben in den Prozess der Neuformierung. Und sie wird kommen, ob wir wollen oder nicht, weil sie steht an. So, ich will jetzt sozusagen uns dreimal hier unterbrechen, weil jetzt schon mit den Hufen geschafft wird, was zu sagen. Jetzt weiß ich nicht, wie wir das am besten machen. Ich komme einfach mal mit dem Mikrofon vor, damit wir anderen dann nicht so viele. Ja, wollen wir mal so probieren? Jetzt würde ich erstmal Bernd Lachmann aus Brandenburg begrüßen. Martin. Ja, schönen Dank. Mein Name ist Bernd Lachmann vom Bündnis für Frieden Brandenburg an der Havel. Ich bedanke mich erstmal für die Einladung und gratuliere euch zum ersten Jahrestag. Die Probleme, die hier angesprochen worden sind, die könnte ich fast eins zu eins auf unsere Arbeit übertragen. Ich will vielleicht mal kurz was sagen. Wer ist das Bündnis für Frieden? Wir sind eigentlich die Regionalgruppe Aufstehen Brandenburg an der Havel und Umgebung. Wir haben uns nach Gründung von Aufstehen in den ersten 3 Jahren mehr oder weniger in geschlossenen Räumen unterhalten über das Thema, was soll denn nach dem Kapitalismus kommen. Wir hatten dort interessante Referenten da aus Österreich über Gemeinwohlökonomie. Wir hatten einen Dr. Behrendt da, der 20 Jahre lang in China gelebt hat, dort verheiratet hat mit einer Chinesin, der uns einfach mal die chinesische Gesellschaft aus einer anderen, ganz anderen Gesellschaft Sicht geschildert hat, wie wir es aus dem Fernsehen hören. Und dann gab es eben dann im vergangenen Jahr, im Februar, diese Ausweitung des Konfliktes in der Ukraine. Und da haben wir gesagt, jetzt müssen wir raus auf die Straße, wir können jetzt hier nicht mehr nur in Räumlichkeiten bleiben. Und da sind wir aber auf ein Problem gekommen. Treten wir jetzt, wenn wir auf die Straße gehen, als Aufstehen auf, weil da haben wir ein Problem festgestellt, es gibt in Brandenburg die Bewegung Brandenburg steht auf. Genau wie Oberhavel steht auf oder Erkner steht auf, das sind diese ganzen Bewegungen, die in den Corona-Jahren entstanden sind und die nicht unbedingt, ich sag mal, unser Klientel ist. Und deshalb haben wir gesagt, wir gehen einfach jetzt raus und nennen uns Bündnis für Frieden. Und zwar in doppelter Hinsicht Frieden nach außen und Frieden nach innen.
Und wir haben festgestellt, wir haben in diesem Zuge dann auch den ersten Ostermarsch in Brandenburg auf die Straße gebracht. Dieses Jahr war es der zweite, nächstes Jahr wird es der dritte. Es wird also eine Tradition entstehen. Wir haben aber nach dem ersten Ostermarsch gesagt, wir können jetzt nicht ein Jahr warten bis zum zweiten Ostermarsch, sondern wir müssen jetzt auf der Straße bleiben. Wir machen alle 14 Tage dort eine Mahnwache in einem zentralen Punkt der Stadt Brandenburg, wo viele Fußgänger hin und her gehen. Wir waren anfangs in der regionalen Gruppe Aufstehen 40 Leute. Durch diese Mahnwachen, die wir regelmäßig durchführen, wo sich Leute auch in Unterstützerlisten eintragen, mit Telefonnummer, mit E-Mail-Adresse, sind wir mittlerweile bei 215. Das sind also Leute, die wir auch mal bei bestimmten Aktionen dann per E-Mail anschreiben können. Da ist wieder eine Demo geplant oder da ist dieses geplant. Und das ist eigentlich auch ein Thema, wo wir sagen, diese Bürger, ich sage jetzt bewusst Bürger, die sich zu uns bekennen und sich in Listen eintragen, das sind unsere Bündnispartner. Da gucken wir jetzt auch nicht unbedingt, muss es jetzt ein Gewerkschafter sein, weil die sagen ja auch nicht, denn ich bin Gewerkschafter, aber ich bin jetzt Basismitglied oder so weiter. Ne? Ein Problem will ich ansprechen. Wir haben dann im vergangenen Jahr bei Mahnwachen Kontakte gefunden mit den sogenannten freien Brandenburgern. Ich weiß nicht, dem einen oder anderen wird es vielleicht was sagen. Das sind diese ganzen Leute, die im Land Brandenburg überall diese Demonstrationen organisieren, diese Montagsdemonstrationen. Bernau steht auf, Oberhavel steht auf, Erkner steht auf. Da steckt auch zum großen Teil die AfD mit dahinter. Und wir haben in Brandenburg im vergangenen Jahr im September eine Demonstration auf die Straße gebracht, die hat uns selber für den Socken gehauen. Das waren 3000 Leute. So eine Demonstration hat Brandenburg nicht mal zu Wendezeiten erlebt. Das war die größte Demonstration in dieser Stadt. Die haben wir als Bündnis für Frieden organisiert, weil wir diesen Protest nicht den Rechten überlassen wollten. Was ist daraus gekommen? Ich bin medial bundesweit in die Schlagzeilen gekommen. Fernsehen, Rundfunk, Presse, überall. Weil die Antifa hat bei dieser Demo auf der Lauer gelegen und hat mit Bilderkennung einen AfD-Landtagsabgeordneten erkannt, der ein Transparent getragen hat, Sanktionen beenden. Ne? Und einige Köpfe, die man der rechten Szene zugeordnet hat. Und daraus wurde durch die Medien gemacht, in Brandenburg an der Havel geht linke und rechte Hand in Hand. Auch weil es nur 10 Leute waren, die da bei 3000 Leuten mitgelaufen sind. Ich war mit meinem Namen, mit meinem Gesicht, wie gesagt, überall in den Medien drin. Hat uns aber nicht groß geschadet, sage ich mal so. Aber wir haben dann festgestellt, wir hatten in dem Orga-Team, um diese Demonstration vorzubereiten, hatten wir 50% Bündnis für Frieden drin und 50% freie Brandenburger. Und wir haben im Laufe der Zeit mit festgestellt, dass die den Kurs immer mehr übernehmen wollten. Wir haben also bei der nächsten Demonstration Redner geplant, da haben uns die Brandenburger, die freien Brandenburger Leute repräsentiert. Wenn die so aufgetreten wären, dann hätten wir uns begraben können. Und sie waren auch der Meinung, wir hatten auch Politiker eingeladen zu einer Podiumsdiskussion, öffentlich auf dem Marktplatz. Keine Partei hat zugesagt, außer die AfD. Und dann wollten die im Orga-Team durchsetzen, dass wir dann die AfD alleine auftreten lassen. Das wäre für uns auch wieder der politische Selbstmord gewesen, wenn wir das geduldet hätten. Und so haben die Freien Brandenburger erkannt, sie kriegen ihre Strategie nicht durch und haben sich dann von uns getrennt. Und viele in unserem Bündnis haben gesagt, das ist auch gut, dass sie sich getrennt haben, wir schaffen das auch alleine. Und deshalb ist eben auch die Frage, Bündnispartner, diese ganzen Demonstrationen, wie gesagt, Aufstehen Brandenburg, Aufstehen Erkner oder die große Demonstration auch hier in Berlin, Deutschland steht auf. Wenn man sich mal guckt, welche Leute da sind eben zum großen Teil eben auch AfD-Leute dahinter. Wahrscheinlich auch die, die das Geld für solche großen Demonstrationen geben. Ne? Und das muss man einfach wissen. Die verstehen es auch, mit gleichen Losungen auf die Straße zu gehen, die wir auch haben. Und das sind auch meiner Meinung nach eben dann gewisse Rattenfängermethoden. Sie wollen es einfach schaffen, damit, ich sage mal, vielleicht auch im Bundestag irgendwann mal die führende Rolle zu fühlen oder vielleicht sogar den Bundeskanzler zu stellen. Was dann passiert, da gibt es wahrscheinlich für viele dann das große Erwachen.
Ich will jetzt auch langsam zum Ende kommen, was ich mir vorstellen könnte. Und da war, glaube ich, am 17. Juni in Brandenburg an der Havel die überregionale Protestkundgebung gegen den Tag der Bundeswehr und gegen das Air Defender 23. Ein super Beispiel. Wir hatten in Vorbereitung dieser Kundgebung 3 Online-Vernetzungskonferenzen von allen Bundesländern, also den 9 Bundesländern, sage ich mal so. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass solche Beziehungen, die wir da aufgebaut haben, dass die aufrechterhalten werden. Wir sind auch von als Brandenburger bei euren Demonstrationen schon in Berlin gewesen. Und ich würde mir einfach wünschen, wenn wir in Brandenburg mal wieder was Größeres planen, dass auch Berliner sich in den Zug setzen, eine Dreiviertelstunde fahren und dann auch in Brandenburg mitmachen, so wie wir es im Juni auch praktiziert haben. Das ist eigentlich ein Thema, wo ich sage, wenn wir Bündnispartner suchen, dann müssen wir die Partner schon erstmal suchen im Rahmen der Friedensbewegung. Es gibt so viele engagierte Leute, aber die Friedensbewegung ist zersplittert. Wenn es uns gelingt, die Friedensbewegung zu vereinen, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Und wenn irgendwann, ich bin auch ein Linker, noch Linker, wenn irgendwann vielleicht doch das kommt, was viele erhoffen, vielleicht haben wir dann auch eine linke Partei an unserer Seite, die dann auch mit Strukturen und vielleicht auch mit Geld uns noch viel besser unterstützen kann. Soweit erstmal von mir. Ich danke euch. Entschuldigt mich bitte, weil ich habe den weitesten Weg heute Abend. Ich würde dann auch in Kürze gleich wieder gehen wollen. Ja? Dankeschön. Danke für die Stimme aus Brandenburg. So, bleibt mal jetzt hier den Kabel, nicht hier noch, ich glaube, du kannst es ziehen. Naja. Schön, dann mal so, darf ich ganz kurz, ich habe eins noch vergessen. Eins. Und 2 Minuten. Setz mal gern. Unsere nächste relativ zeitnahe Aktion wird sein am 29. September um 18.30 Uhr in Brandenburg. Eine Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag des Putsches in Chile. Und dort haben wir als Künstlerin Regina Peach, ich weiß nicht, wer sie kennt, die Älteren aus DDR-Zeiten, da gab es mal einen Oktober-Single-Club. Da war die Gina Peach aktiv mit drin, ist heute schon ein paar Jahre älter geworden. Aber sie hatte eben hier ein Programm, kommt auch mit einem Fabio Costa, der sie musikalisch begleitet. Das wird also ein Programm von 2 Stunden sein. Der Eintritt ist frei, beginnt um 18.30 Uhr, dauert ungefähr 2 Stunden. Auch da könnte man mit dem Zug es schaffen, wieder zurück nach Berlin zu kommen. Ich lasse hier vorne mal ein paar Flyer liegen. Aber dran denken, der Eintritt ist frei und die Platzzahl liegt bei ungefähr 80. Also wer zu spät kommt, könnte eventuell ein Problem haben. Dann, ja? Dankeschön. So, und jetzt nochmal, ich habe jetzt den Habi hier raus, wir können jetzt also zusammen verteilen. Und jetzt wollte ich nochmal Habi rannehmen. Habi sollte eigentlich mit hier vorne sitzen, aber ihr seht die Beschränkung hier mit den Plätzchen. Ihr sagt nochmal Wort an Habi Grünberg. Ja, schönen guten Abend und vielen Dank. Ich bin auch der Auffassung, dass wir unser Bündnis aufrechterhalten müssen. Auch wenn wir die Ziele, die wir uns vorgenommen hatten, so nicht erreicht haben und weil unsere Prognose davon ausging, dass wir einen heißen Herbst haben werden, der nicht eingetreten ist, aber wir werden dennoch heiße Herbst haben. Also in dem Sinne, dass wir sehen, dass dieses Land sozial runtergeht und im Moment sich der Protest in den Wahlumfragen artikuliert, aber er wird auch irgendwann auf der Straße gehen. Und da müssen wir da sein. Und eines der Punkte, warum wir... Der Herbst hat ja noch gar nicht begonnen. Ja. Also eines der Punkte, mit dem wir dieses Bündnis auch gegründet haben, und das müssen wir auch in Erinnerung rufen, war, also wir wollen nicht nur ein Bündnis, das die Szene erreicht. Wir wollen nicht nur ein Bündnis haben, das in Prenzlauer Berg oder in Kreuzberg Menschen mobilisiert, sondern wir wollen ein Bündnis haben, das auch in der Lage ist, die Aldi-Kassiererin mit auf die Straße zu bringen, um für Frieden zu kämpfen. Denn nur so wird es möglich sein, tatsächlich eine breite Bewegung aufzubauen. Und daran sollten wir heute auch noch festhalten und hervorheben.
Und das ist genau der Kern des Problems, vor dem die Friedensbewegung steht. Das Problem ist, die Linke hat in Corona versagt und hat nicht eine Leitung und eine Führungsfunktion geben können, indem sie sich verweigerte, auf die Straße zu gehen und gegen die antidemokratischen Maßnahmen, die mit Corona zusammenfielen, dagegen zu protestieren und hat dadurch die Tore aufgemacht für die Rechten. So, der Umkehrschluss aus der Situation ist eigentlich, dass Linke dort sein müssen, wo Menschen auf die Straße gehen, um diese nicht den Rechten zu überlassen. Hätte die Linke in Frankreich bei den Gelbwesten diese Bewegung überlassen, den Rechten, Teil der, die dort versuchten, die Gelbwesten zu unterwandern, dann wären die Gelbwesten zum Instrument geworden des Front National. Aber die Linke hat sehr schnell verstanden, Gewerkschaften, La France Insoumise, dass man da massiv reingehen muss, um nicht den Rechten den Raum zu überlassen. Und genau das ist der Punkt, wenn wir eine breite Bewegung aufbauen wollen, müssen wir sehen, Menschen kommen mit unterschiedlichen Motiven zum Protest. Und die Frage ist, ob sie mit den Motiven, die sie reingekommen sind, die manchmal konservativ, manchmal nicht besonders politisch korrekt sind in der Aussprache des Genderns und so weiter, ob diese Menschen dann im Prozess der Auseinandersetzung ihr Bewusstsein verändern. Und das ist die Aufgabe, die wir als Linke haben und als Friedensbewegung, Menschen, die vielleicht mit einer Deutschlandfahne kommen, zu protesten, zu sagen, Leute, die Perspektive liegt hierin, eine linke Alternative aufzubauen oder eine Politik zu machen, die sozial alternativ und friedlich ist in unserem Land. So. Und wenn wir das so sehen, dann haben wir das Problem mit der Basis. Uwe Hicksch hat sich beteiligt an einem Treffen der Friedensbewegung, Online-Konferenz, wo 500 Leute waren, und hat dort vertreten die These, die Friedensbewegung sei rechtsoffen. Und zwar wird das festgemacht, das rechtsoffen, dass die Basis beteiligt ist. Wobei eigentlich nicht die Basis beteiligt ist, sondern es sind einzelne Leute aus der Basis, darunter Mona aus Nordrhein-Westfalen, die dort stark in der Friedensbewegung organisiert ist, die aus den Grünen kommt, oder Michael Agelidis, der dort das Friedensprogramm der Basis geschrieben hat und der aus der Linken kommt, sogar aus dem linken Flügel der Linken und dorthin gegangen ist. Wir können die Basis nicht urteilen in toto, sondern müssen immer wissen, mit welchen Akteur es wir zu tun haben bei der Basis. Und wenn darunter Akteure sind, die friedenspolitisch und gesellschaftlich mit uns gehen, dann glaube ich nicht, dass es ein Hindernis gibt, mit diesen Menschen gemeinsam zu kämpfen. Und es muss unsere Aufgabe auch sein, diese Menschen für eine linke Perspektive zurückzubringen, weil die Basis an sich ist eigentlich eine konfuse Partei. Und das dürfen wir nicht so belassen. So, der nächste Punkt ist der Kampf zur Verteidigung von Arbeitsplätzen nationalistisch. Ich glaube nicht. Also in der Weimarer Zeit hatten wir den Versailler Friedensvertrag und wir hatten die Ruhrbesetzung durch die Franzosen. Und es gab einen Generalstreik der deutschen Arbeiterbewegung, dafür zu kämpfen, dass die Betriebe nicht demontiert werden von den französischen Besatzungstruppen. Warum? Weil es um das Leben der Arbeiterklasse ging. Es ging darum, wo haben sie ihre Einnahmen, wie können sie für ihre Familien sorgen. Und wer meint, dass eine Parole gegen die Deindustrialisierung Deutschlands falsch sei, dass das nationalistisch ist, der wird sich völlig entkoppeln von dem,
was innerhalb der Arbeiterklassen gedacht wird oder nicht. Auf der Grundlage werden wir nie die Aldi-Kassiererin oder den UPS-Boten in die Friedensbewegung bekommen, wenn wir eine solche Positionierung beziehen. Also deshalb ist es wichtig, dass wir als Heizung, Brot und Frieden diese Orientierung auf die normale Bevölkerung haben. Dann gibt es einen Punkt, wo es einen Konflikt gab. Das ist die Frage, wie schätzen wir die russische Position ein in unserem Bündnis? Ich glaube, wir sollten den Konsens aufrechterhalten, den wir hatten, wo wir sagen, wir können viel darüber diskutieren, aber unsere Position ist, kein Krieg ist gut. Ja? Und wir sind in diesem Krieg, vor allem gegen den Krieg, wir sind für sofortigen Waffenstillstand ohne Bedingungen. Und das unterscheidet uns von der Aktion gestern. Die Aktion gestern hat geschwurbelt, ja, Waffenstillstand, aber das tut der der SPD und die Grüne nicht weh, weil auch die SPD und Grüne sagen, wir haben Stillstand, sobald sich die Russen zurückgezogen haben aus der Ukraine. Und damit kriegen wir keinen Frieden. Wir kriegen nur einen Frieden, wenn das heißt, die Waffen schweigen und dann wird verhandelt und diplomatisch werden die anderen Sachen geregelt. So, und da gibt es, und die Tatsache, dass nicht gesprochen wird über die Frage von Sanktionen und Wirtschaftskrieg, das ist ja so daneben, hat Alexander King schon darauf hingewiesen, die Regierung selbst gibt zu, dass das versagt hat, aber die deutsche Wirtschaft schmiert ab aufgrund dieser Politik. Und dagegen müssen wir sein, und deshalb glaube ich, jede Friedensbewegung muss ins Zentrum rücken, Waffenstillstand ohne Vorbedingungen, Aufhebung der Sanktionen, Ende des Wirtschaftskrieges. Würde jetzt nicht gerne auf die einzelnen Themen antworten. Ich habe jetzt hier ein langes Mikrofon gehabt und würde mal sagen, die sie jetzt gemeldet haben, einfach weiter rumreichen. Ne? Mario. Bleib nur sitzen, das reicht. Und dann ist doch schön. Weitergehen. Ne? Ja, Markus, ich sehe das ähnlich wie Vorredner. Wir halten das aus. Wir halten Rechte in der Friedensbewegung auch aus und wir haben auch uns in dem Bündnis, und das ist glaube ich auch vorhin vergessen worden, wir haben auf dem Ostermarsch diesen Jahres in Berlin sehr wohl Positionen bezogen. Wir haben einen Block gemacht, der war ein bisschen locker, wir haben einen Fronttransparent, wo wir ganz klar gesagt haben, gegen Faschisten und Kriegstreiber. Ja? Also wir sind in der Lage, auch innerhalb unseres Bündnisses, aber auch innerhalb unserer Kundgebung, sei es Friedenskundgebung oder Kundgebung von Heizenburg und Frieden, Rechte auch in ihre Schranken zu weisen. Ja? Und ich sage das nicht, weil ich jetzt so der Auffassung bin, dass die Basis nicht rechts wäre. Ich komme aus Brandenburg, bin Landessprecher der Vorfahrt der NPDA in Brandenburg und ich weiß sehr wohl, wo die Basis und andere Parteien ihre rechte Vorfeldorganisation haben und sie sind damit drin. Das trifft hier in Berlin nicht überall zu, auch heute noch nicht bei uns im Bündnis Osterhausen. Aber ich denke, wir müssen das an der Stelle mit Stärke aufbringen, indem wir sozusagen konkret eingreifen. Und eingreifen müssen wir an der Stelle, denke ich, ganz konkret in den Wahlkämpfen. Momentan, ihr habt das vorhin auch schon gesagt, es wird bei der Wahl entschieden. Wenn es bei der Wahl entschieden wird, dann ist es auf uns, in die Wahlkämpfe einzugreifen, nicht zu warten, dass irgendeine linke Organisation, Partei oder irgendwas das tut, die das ja gar nicht tun. Also bei uns im Landkreis, das ist der nächste Landkreis direkt hier an Berlin, an Schönefeld, ja, da haben wir jetzt Landratswahl. Ja, da diskreditiert sich die SPD ganz klar auf Regierungslinie. Und über alle Radiosender, nicht nur in Brandenburg, sondern auch hier in Berlin, wird genau das vorbereitet, was schon die letzten 10, 12 Jahre passiert ist. In Ostdeutschland sind die Menschen latent rechtslastig. Ja, sie tendieren zu undemokratischen Gesinnungen oder ähnliches. Läuft auf dem Sender. Müsst ihr einfach mal Radio anmachen und reinhören, Radio 1, Blitz, Radio etc. Das heißt,
ich denke mal, wir müssten in der Lage sein, das Bewusstsein für uns zu schärfen, auch einzugreifen in die Wahlkämpfe, um klarzumachen, dass das, was hier gerade passiert, nämlich Klassenkampf von oben, das, was wir den heißen Herbst nämlich betrieben worden ist, nämlich von der Bundesregierung, alles zu diskreditieren als rechts, was gegen die Doktrin der Regierung anstinkt, das ist unser Job. Das ist unser Job von Hals und Brot und Frieden, auch immer. Und so gesehen müssen wir, glaube ich, da in diesen Wahlkämpfen halt weiter eingreifen und den Leuten eben sagen, dass das, was sie denken, nicht unbedingt rechts ist, sondern wir müssen das den Zusammenhang bringen zwischen dem Klassenkampf, der stattfindet. Und das ist kein Kampf gegen die Bevölkerung, sondern es ist ein Klassenkampf von oben gegen die Arbeiterklasse. Machst du mal weiter hier drin? War jetzt jemand vor mir? Ja. Ja, ich habe ja ein volles Verständnis, wenn man hier zusammensitzt und ein Jahr zurückblickt und auch in die Zukunft blicken will, dass dann die schwierigen Themen, die kritischen Punkte tatsächlich dominieren. Aber ich denke, das kann nicht nur dabei bleiben. Und deswegen will ich zwei Anmerkungen machen. Wir müssen auch mal positiv zurückblicken. Wir haben das Bündnis stabilisieren können, das wurde ja gesagt. Aber man muss auch konkret sagen, wenn ich so deutlich die Funktion von Parteien für das Bündnis diskutiert worden bin, Probleme der Linken, dann muss man aber auch sagen, wir haben auch, und das sage ich als noch Mitglied der Linken, wir haben auch ein Bündnis, die DKP, die organisatorisch und von ihrer Präsenz und vom Inhalt her dieses Bündnis mit aufrechterhalten hat. Wir haben als Mitglied in diesem Bündnis die Sammlungsbewegung Aufstehen, die in den Bezirken ihre, sozusagen ihre Kraft und ihre Möglichkeiten entfaltet. Und es war genau auch eine wichtige Diskussion nach der großen Manifestdemonstration von Sarah Wagenknecht und so weiter, wie man diese Bewegung in die Bezirke verlängern, verbreitern könnte. Und das ist ja das Hauptthema eigentlich, nicht nur unsere innere Breite, wie wir uns als Bündnis zusammensetzen, mit welchen Organisationen, sondern wie wir breiter in der Bevölkerung werden. Und da muss man eben sagen, dass Aufstehen Spandau sehr erfolgreich auch die Anliegen dieses Bündnisses verbreitert hat und tätig ist in der Mieterbewegung, in der jetzt Bewegung gegen diese Gesundheitsreform. Man muss erwähnen, wie konstant Aufstehen in Lichtenberg wirkt, um dort im Bezirk präsent zu sein, und zwar regelmäßig, dauerhaft. Und die Schöneberger will ich auch dabei nennen, wir müssen diese Erfolge auch zur Kenntnis nehmen. Und es ist tatsächlich richtig, die Probleme, die genannt werden, und die schwierigen inhaltlichen Fragen und auch die der Zusammensetzung müssen diskutiert werden. Aber man muss auch dieses sagen, wovon wir kaum was merken, wenn in Bezirken etwas stattfindet. Das wollte ich hier gesagt haben. Also ich wollte mal was zu dieser Auseinandersetzung sagen mit dieser Frage der Basis. Ich bin auch nicht dagegen, dass die einzelnen Leute von der Basis oder ich weiß nicht von der CDU oder wer weiß wo, bei uns mitmachen, als Einzelperson eben. Ja. Aber ich bin trotzdem auch dagegen, dass eine Organisation als Organisation bei uns mitmacht, die so einen Charakter hat. Weil wenn ich mir das angucke, was sie so programmatisch vertreten, erinnert mich vieles an die Anfänge der Grünen. Ja, und wir wissen, was aus den Grünen geworden ist. Ja. Die Grünen, die waren schon von Anfang an ein ziemlich undurchsichtiges Konglomerat, das haben die wenigsten gewusst. Da waren so viele Rechte mit drin, am Anfang schon. Ja. Also hier Herbert Buhl ist einer der großen Bahnbrecher der grünen Richtung in Deutschland. Der hat sich später mit der NPD an einen Tisch gesetzt. Ja? Und der ist dann aus den Grünen ausgetreten, weil sie ihm nicht rechts genug waren. Ja? Und da waren eine ganze Reihe auch von sehr zwielichtigen und rechten Leuten da drin von Anfang an. Und ich finde, man muss daraus auch lernen, dass man bei so einer Organisation wirklich nicht weiß, was daraus noch wird. Ja? Man muss auf die einwirken.
man sollte auch ruhig mit einzelnen Leuten versehen zusammenarbeiten, meinetwegen 90% der Mitgliedschaft, aber eben nicht die Organisation als solche, weil da sind irgendwelche Netzwerke drin, wo man nicht weiß, was die sich irgendwann ausdenken. Und die werden dann nämlich in ganz entscheidenden Momenten, wenn es uns besonders schadet, uns irgendwo fototrechtlich irgendwo die Rechten hinstellen, so wie ich das jetzt auch gehört habe aus Brandenburg, die einen Star versucht haben. Ja, und das schadet uns dann gewaltig. Und ich will nur sagen, es wird immer Rechte geben in der Bundesrepublik, ja, auf absehbare Zeit. Weil das ist hier ein wohlhabendes Land und es gibt viele, die eben zu den alten Zeiten zurück wollen, wo wir hier alle besser gestellt waren. Ja, und es wird noch welche geben, die dafür bereit sind, andere Länder auszuplündern, um hier diesen sogenannten Wohlstand wieder hinzukriegen. Ja? Und mit denen können wir nicht zusammenarbeiten, da wird es immer krachen. Ja? Die werden nämlich letzten Endes dann auch Kriege mitmachen. Ja? Da gibt es, glaube ich, genügend historische Erfahrungen in Deutschland. So, dann schon an? Ja, okay. Ich möchte eigentlich nur ganz kurz auf für mich wesentliche hinweisen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, es wird manchmal nicht so gesehen innerhalb der Akteure, die ich in letzter Zeit zu nicht gekriegt habe. Wenn da gefordert wird, die NATO besiegen, und dann kommt der Kampfbegriff, dann denke ich, die NATO ist nicht militärisch zu besiegen. Und umgekehrt, die NATO kann auch nicht gewinnen. Ja, auch die andere Seite ist nicht zu besiegen. Wenn man kämpfen will und man muss kämpfen, dann muss man politisch kämpfen. Das heißt also, die Hauptbedrohung für uns und für die Welt ist die USA. Und da muss man deren langen Finger, nicht die Finger abhacken, sondern politisch jeweils aufzeigen, wo die überall agieren und wie man sich gemeinsam bedroht, wirtschaftlich, militärisch und währungsmäßig, kampfmäßig, wie man die isolieren kann und zurückdrängen kann. Also man kann natürlich auch fordern, personell, amigo home, wir haben hier, die Russen haben sich zurückgezogen, die Amis sind massiv da. Ja, was ist das, ne? Und da kann man so ein bisschen Gerechtigkeitsgefühl machen, wenn wir ein gemeinsames Haus Europa doch versuchen, wieder unter Berücksichtigung von Sicherheitsinteressen aller Seiten fair zu gestalten, die Fairness spielt da wieder eine Rolle, dann bitteschön die Amis raus. Ja, wir haben hier nichts zu suchen. Und da gibt es viele Beispiele. Und wenn jetzt Ägypten... Nein, ich höre jetzt auf. Okay, danke. Also die Hauptfrage ist politische Arbeit und nicht Orientierung auf irgendwelche militärischen Ziele. Ja, danke schön. Weil wir dann so langsam, also zumindest hier an den großen Punkten zum Schluss kommen sollten. Wie gesagt, hier ist ja noch nicht Schluss, weil wir haben gesagt, wir feiern ja auch unser Geburtstag. Also hier war es offen halt, saugt halt, ne, trinkt und stoßt an. Wer will denn jetzt noch was? Thomas will noch was. Gut, dann Thomas noch. Und dann müssen wir irgendwie eine Abmoderation finden. Wie vielleicht manche oder manche andere ja auch. Vielleicht nicht nur ich, sondern manche andere und manche andere hier auch, versuche ich zumindest das, was ich in meinem Leben bisher von Marx, Engels und anderen in dieser Tradition gelernt habe, anzuwenden, um in dieser doch recht chaotischen Welt gegenwärtig eine Orientierung, eine Grundlage zu haben, um den Prozess einzuschätzen. Und da fällt mir vor allen Dingen immer wieder ein Gedanke von Marx ein. Ich kenne nur eine Wissenschaft, das ist die Wissenschaft der Geschichte. Egal um welche Frage es sich handelt, ohne dass man jedes Phänomen
als etwas Gewordenes betrachtet. Ohne eine solche Sicht wird man nicht sehr weit kommen. Und gerade in der jetzt in der Frage Krieg und Frieden, wo die veröffentlichte Meinung, die ja die Meinung der Herrschenden ist, ein zweiter Gedanke von Marx, die herrschende Meinung ist immer die Meinung der, die vorherrschende Meinung ist immer die Meinung der Herrschenden. Das sehen wir ja hier überall, wo kein Mensch sich traut, vom Ukraine-Krieg zu sprechen, sondern es muss immer heißen, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Aber da, ja, der verbrecherische, völkerrechtswidrige, wobei dies eine Einstufung ist, die nicht mal im UN-Sicherheitsrat eine Mehrheit erreichen konnte und wo es dann, und es geht vor allen Dingen bei der Beurteilung dieses Krieges auch darum, die Frage zu stellen, wem nutzt das? Und wenn wir historisch den gesamten Prozess von der Auflösung der Sowjetunion bis zum Beginn dieses Ukraine-Krieges einmal Revue passieren lassen, dann sehen wir, Gorbatschow wurde zugesichert, ach, die DDR in die NATO, das gibt es doch nicht. Und die NATO wird sich in keiner Weise in Richtung Osten ausdehnen. Und was haben wir in diesen 30 Jahren erlebt? Schritt um Schritt um Schritt um Schritt rückte der Einflussbereich der USA immer näher heran an die russische Grenze. Und im Augenblick wird die Bevölkerung der Ukraine, das ukrainische Volk, das ein, im ostslawischen Raum ein Brudervolk des russischen Volkes ist, dieses ukrainische Volk wird als Geisel genommen dafür, dass im Interesse der USA und der Globalpolitik der USA dieser Krieg in der Ukraine entfesselt worden ist. Hinter der Vorbereitung dieses Krieges standen die herrschenden Kreise der US-Regierung, der US-Geheimdienste, die diesen Präsidenten, diesen Schauspieler, den ich bei mir das grüne Jüngelchen in Anspielung auf seinen Namen zu nennen pflege, dort systematisch aufgebaut haben. Wir sehen es auch in der unterschiedlichen Behandlung der Flüchtlinge. Die meisten aus der Ukraine fliehen ja deshalb, weil sie in diesem Krieg nicht mitmachen wollen. Weder auf Seiten des Westens noch auf Seiten Russlands. Und ja, nicht verstanden. Ja. Ja, den letzten Gedanken dazu. Ich bin inzwischen in dieser Situation für mich dazu gekommen, dass ich mich angesichts all dieser Machenschaften und dieser Hetze gegen Russland, die im Moment so stattfindet, wie wir es auch hier kennen, in Bezug auf die deutsche Einheit. Egal welches Thema angesprochen wird, wenn irgendjemand davon redet, dass irgendein Problem mal in der DDR doch besser gelöst war, als es heute der Fall ist, dann muss immer eine Entschuldigung hinten dran kommen. Aber die undemokratische Verfasstheit und so weiter und so fort. Und genauso ist es auf internationaler Ebene
wo es letzten Endes um die Interessen der USA geht. Und solange hier in Europa und in Deutschland dieser Krieg gegen Russland läuft, so lange haben auf der internationalen Ebene die USA hier in Europa den Rücken frei und können sich auf ihr eigentliches weltpolitisches Schwerpunktfeld konzentrieren. Denn in den USA kommt es durchaus recht, wenn hier Europa und unter Führung der Bundesrepublik mit Russland im Clinch ist, und die USA haben zur gleichen Zeit den Rücken frei und können sich im pazifischen Raum zum Beispiel ihrer Rivalität mit China widmen. Okay. Ja, danke Thomas für den Beitrag. Wie gesagt, ich will ja die Diskussion abbrechen, weil die haben ja wirklich verschiedene Einzelthemen, aber ich wollte noch mal zurückkommen auf... das ist ja immer ein Problem, ich verstehe es ja. Wollte aber noch mal auf Heizung, Brot, Frieden zurückkommen. Jetzt einfach mal noch mal an die beiden hier die Frage, was wünscht ihr euch für Heizung, Brot und Frieden beim zweiten Jahrestag? Naja, dass es natürlich eine breite Massenorganisation gibt, die wirklich dann in die Wahlkämpfe eingreifen kann, wie Mario das sagt, oder die breit in die Gesellschaft einwirken kann, wie Harry das gesagt hat. Weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem und das ist auch, glaube ich, das Limit, was wir jetzt auch sehen. Ich glaube, diese geopolitischen Strategiediskussionen, die tun uns nicht gut. Wir haben gut daran getan, die außen vor zu lassen und die auch außerhalb unserer Forderungen zu stellen. Und es ist okay, dass man das irgendwie unterschiedlich bewertet, wie die geopolitischen Player sich da so aufstellen. Aber ehrlich gesagt, damit haben wir auch nicht wirklich was zu schaffen und darauf haben wir auch nicht wirklich Einfluss. Ich denke, um wirklich in die Wahlkämpfe einzugreifen, braucht es eine starke Partei. Wir können damit mithelfen, dabei Anstöße geben, natürlich auch so eine Partei zu formen. Ich denke, das ist aber notwendig. Auch das liegt nicht ganz in unserer Entscheidungsmacht. Da sind wir teilweise nur Beisteher. Und ansonsten, ja, das sind gute Diskussionen. Wir sollten uns bereithalten. Vielleicht werden wir auch wieder gebraucht und dann sollten wir wieder zusammenkommen. Schönen Dank, das ist meine Meinung. Alex, dieselbe Fragestellung. Ja, im Wesentlichen schließe ich mich da an. Ich hoffe, dass wir in einem weiteren Jahr dann auch nochmal so eine Veranstaltung haben und dann vielleicht auch, es war ja ganz gut, dass auch gesagt wurde, was wir geschafft haben. Also ich hatte das ja gut dargestellt, was es eben auch für gute Bündnispartner gibt, die in ihren Bezirken da aktiv sind. Aber klar ist ja auch, das wissen wir alle, dass die Breitenwirkung wirklich viel größer werden muss. Und was ja auch heute ziemlich deutlich wurde und was ich aber finde, was eine Stärke auch ist, dass wir das so offen diskutieren, ist, dass wenn man auf die Bevölkerung zugeht, dass man sich dann eben immer in Widersprüchen bewegt. Das ist so. Unter dem ist es nicht zu haben. Und leider gibt es in der politischen Linken eine Tendenz, zu versuchen, widerspruchsfrei zu bleiben und sich möglichst nur da aufzuhalten, wo gar kein Widerspruch aufkommt. Und ich finde, das haben wir nicht getan und so haben wir bislang nicht diskutiert. Und ich wünsche mir für das Bündnis, dass das genauso bleibt. Und heute wünsche ich, dass wir jetzt noch zusammen was trinken und uns einen schönen gemeinsamen Abend haben. Aber er will unbedingt noch was sagen. Ja, einen kleinen Satz würde ich dann doch gerne noch sagen. Auch wenn wir mit den Leuten diskutieren, wir müssen natürlich nicht jeden uns mitdenken, sondern wir müssen ihnen auch widersprechen. Ja, danke schön. So, jetzt noch den Hinweis von, da gibt es noch eine Spendenbox. Ebi wollte jetzt den Hinweis auf die Spendenbox machen. Und ansonsten schließe ich mich jetzt dem Alex an. Also wir brechen jetzt hier die Veranstaltung nicht ab, sondern nur jetzt hier das laute Mikrofon, das Podium. Bleibt bitte hier.
es wird jetzt Musik angemacht, die Bar ist offen, lasst uns noch untereinander unterhalten, vielleicht auch die spannenden Themen weiter diskutieren. Ich danke euch erstmal. So, das war's.